auf meiner Seite, Zeltmacher. Ja! Ja! Pharisäer! Ja! Ja! Schlechter Verlierer. Ein sehr schlechter Verlierer. Du bist nur nicht so stark wie ich. Auch nicht so alt. Wann haben wir zum ersten Mal gerungen, Saul? Als ich gerade begonnen hatte, in Jerusalem Handel zu treiben. Und wie oft hast du gewonnen? Oft. Du Lügner. Meine Stärke ist meine Zähigkeit. Kenne ich einmal das Ziel, gebe ich niemals auf. Bewundernswert. Und dumm, aber bewundernswert. Warum trägst du dieses Römerschwert? Es sieht lächerlich aus. Ich bin Hauptmann der Tempelwache. Du bist ein Händler. Warum spielst du den Krieger? Lass mich zufrieden. Ein Kind, das Kriegsspiele spielt. Du bist nicht mein Priester, Sadduzäer. Pharisäer. Der Priester gewinnt den Kampf, aber der Zeltmacher gewinnt die Herzen der Leute. Dina, geh nach Hause und mach mein Abendessen. Der Zeltmacher hat dem Priester den Dreck ins Gesicht gerieben und die Zuschauer haben es genossen. Hey, wieso weißt du, dass ich gewonnen habe? Woher weißt du das mit dem Dreck im Gesicht? Ich habe zugesehen. Zugesehen? Rette mich, Saul! Rette mich! Hast du wirklich zugesehen? Er hat deinen Kopf in den Sand gedrückt und ihr beide wart fast nackt. Gott wird dich für diese Sünde bestrafen! Wann wirst du dieses Mädchen heiraten? Niemals. Ich liebe sie nicht. Doch, du liebst sie. Als ihr Vater starb, wurde sie in meine Obhut gegeben. Das bedeutet nicht, dass ich sie heiraten muss. Natürlich nicht. Warum solltest du ein Mädchen heiraten, das schön, klug, wild und in dich verliebt ist? Wild, ja. Sie stellt die Weisheit der Tora in Frage. Ich bin Priester der Sadduzäer. Ich habe die Tora mein Leben lang studiert. Sie stellt nicht die Weisheit der Tora in Frage, sondern deine sklavische Abhängigkeit von ihr. Ach, das verstehst du nicht. Du bist ein unwissender Pharisäer. Aber so viel verstehe ich. Du willst hoher Priester werden und weißt nicht, ob deine Ehe mit Dina diesem ehrgeizigen Ziel förderlich ist. Nur sehr wenigen Männern würde ich erlauben, so mit mir zu sprechen. Nur sehr wenige Männer kennen dich so gut wie ich. Beweg dich nicht, Hagar, halt ganz still! Nicht bewegen! Nicht bewegen, Hagar, nein! Dann sagte der Rabbi, Fisch. Halt! Lauf! Nein, nein! Lauf, Hagar! Lauf weg! Lauf weg! Töte den Mann! Töte den Mann! Lauf! Saul, das war höchst eindrucksvoll. Ich entschuldige mich für alle meine Bemerkungen. Für dein Volk bist du ein Held. Hagar, bleib still, Ruben. Vergib mir, Gott. Wofür? Nein. Ich wollte, dass du den Mann umbringst. Er wollte dich umbringen. Jesus lehrt, wir sollen unsere Feinde lieben. Jesus?
Saul, du hast das Leben eines Jesus-Narren gerettet. Jesus ist der Messias. Jesus ist tot. Tot? Seit über einem Monat schon. Steh auf. Nein. Nein. Nein, das ist nicht wahr. Doch ist es, mein Freund. Du hast dich verführen lassen. Behalte deinen dummen Glauben an diesen Schwindler. Besser für dich. Komm weiter, Saul. Tot? Das ist nicht wahr. Jesus ist nicht tot. Gekreuzigt. Mein Name ist Barnabas. Dies ist meine Frau Hagar. Wir sind gekommen, ihm zu dienen. Ich bin Saul. Such dir einen anderen Erlöser, Freund. Hier. Das ist alles, was ich habe. Selbst gezogen. Obst und Gemüse, um es auf dem Markt zu verkaufen. Bitte. Bitte, du hast unser Leben gerettet. Pilger. Fürchte dich nicht. Er lebt. Heute bei Sonnenuntergang komme ich euch holen. Er sagte, ihr werdet Zeugnis für mich ablegen in Jerusalem. Wie können wir Zeugnis ablegen, wenn es schon unser Tod sein kann, nur seinen Namen zu nennen? Woher willst du das wissen, Petrus? Sie haben ihn gekreuzigt, Johannes. Erst vor 40 Tagen. Was hält sie davon ab, auch uns zu töten? Wir sind keine Gefahr für sie, Petrus. Wir sind nicht er. Nein, er hat uns nur erwählt, um zu predigen, dass er noch am Leben ist. Wir bekennen laut, dass die Sadduzäer Lügen lehren, dass sie seinen Tod durch die Römer wollten. Ihn haben sie gefürchtet. Aber uns? Es war so leicht für sie, ihn zu töten. Was glaubst du, wie viel leichter es ist, uns zu töten? Einfache Jünger. Männer ohne Namen. Ich bin blind. Er hätte sie geheilt. Bitte. Und wenn du es versuchst, Johannes, und du versagst, vertreibt uns ihr Spott aus Jerusalem. Jesus hat uns die Macht zu heilen gegeben. Und wenn es dir gelingt? Wenn du die Macht, die Jesus uns gegeben hat, einsetzt und diese Männer heilst, werden dich die Sadduzäer festnehmen und die Römer werden dich kreuzigen. Ist also seine Botschaft tot, Petrus? Glaubst du, ich bin ein Feigling? Glaubst du, ich will schweigen? Willst du gekreuzigt werden? Ist es das, was Jesus will? Kauft das feinste Silber in Jerusalem. Ich mache euch einen sehr guten Preis. Es ist Wochenfest, Pilger. Du musst das Allerbeste kaufen, um diese Tage zu feiern. Ich habe kein Geld. Ich kenne dich. Du warst mit ihm. Du warst mit Jesus von Nazareth. Sie sagen, er ist am Leben. Vielleicht braucht Jesus ein Gefäß, um die Nägel von seinem Kreuz reinzutun. Wie wollen wir diesen Menschen Hoffnung bringen? Wie? Wir können nicht mal frei reden. Wie können wir es dann verändern? Ich bin ein Feigling. Nur damit du mir kein Geld zu geben brauchst. Ich kann dir von Jesus erzählen. Jesus? Dieser Narr, der von den Römern gekreuzigt worden ist? Was kann der mir geben? Dem ist es schlimmer ergangen als mir. Geh weg! Er war ein Träumer, ein hoffnungsloser Schwärmer. Selbst schuld, dass sie ihn gekreuzigt haben. Das kann dir auch passieren. Ich brauche keine Schwärmerei. Ich brauche was zu essen. Geht weg! Verschwindet! Siehst du, ohne unseren Meister können wir nichts tun. Er ist mit uns. Wo? Kannst du ihn spüren? Siehst du hier irgendwas von seinem Wirken? Petrus! Worte. Das ist alles, was wir haben. Worte. Und die sind nutzlos. Hast du keinen größeren?
grüße euch. Ich grüße dich, Saul. Gesegnet sei dein Tag. Grüße dich. Ich grüße dich, Saul. Ich grüße dich. Das sehe ich nicht. Gamaliel, so. Es ist der beste Lehrer in ganz Judäa. Saul, mein bester Schüler, der die Kunst der Schmeichelei erlernt hat. Ich erinnere mich nicht, dass du mich Schmeichelei gelehrt hast, Gamaliel. Salomon sprach von Eitelkeit. Diese Lektion hast du gut gelernt. Ich bin hungrig, großer Saul. Wenn du nichts gegessen hast, heute wirst du es können. Wie ist das Gesetz Moses lehrt? Du hast es nicht vergessen. Aber was werde ich tun, wenn alle Bettler satt sind und ich kein Geld mehr habe? Du wirst betteln. Und andere, die das Gesetz der Tora befolgen, werden dich nähren. Herr Jesus, du hast uns gesagt und versprochen, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und bis an das Ende der Erde. Bitte, wir flehen dich an, Jesus. Gib uns deinen Heiligen Geist, denn ohne dich können wir nichts tun. Gib uns die Kraft, deinen Namen. Was kann das sein? Der Wind! Seht doch, es ist der Heilige. Der Herr ist mit uns. Der Heilige Geist ist gekommen. Der Heilige Geist, ja. Jesus! Der Heilige Geist ist über uns gekommen. Ich habe den Herrn gesehen. Er war stets vor mir, denn er ist meine rechte Hand, dass ich nicht schwanke. Es ist nicht aber echt. Die Dem muss ich ja auch widersprechen. Kann es durchaus erlaubt sein. Petrus. Johannes, die Zeit ist gekommen. Ich muss es wissen. Haben wir die Kraft oder ist seine Botschaft tot? Lass das ganze Haus Israel wissen, dass Gott ihn zu beidem geschaffen hat, zum Herrn und Messias. Sein Name ist Jesus. Betrüger! Ein falscher Prophet! Er ist tot! Er wurde gekreuzigt, aber er lebt. Die Römer haben ihn gekreuzigt! Uns ist bekannt, dass ihr aus Unwissenheit gehandelt habt. Ihr seid die Unwissenden! Aber nun müsst ihr bereuen und euch Gott zuwenden, auf dass euch eure Sünden vergeben werden. Kümmere dich um deine eigenen Sünden. Geh wieder zurück nach Nazareth. Geh nach Hause. Jesus ist der Messias. Warum ist er dann tot? Jesus ist nicht tot. Ich habe ihn am Kreuz gesehen und für mich sah er tot aus. Er ist aus dem Grab gestiegen. Jesus, unser Herr, lebt! Wir haben ihn selbst gesehen, lebendig. Ihr seid doch betrunken! Gott hat Jesus auferweckt, ihn vom Tode erlöst. Keiner besiegt den Tod! Was müssen wir tun, um den Geist Gottes zu empfangen? Narr. Ich will das hören. Bereut und lasst euch taufen, damit euch eure Sünden vergeben werden können. Taufen? Gott hat gemacht, dass ich nicht gehen kann. Was will er noch von mir? Sieh uns an. Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Willst du das? Nun stehe auf und gehe.
Israeliten, was starrt ihr uns an? Glaubt ihr, unsere Kraft hat bewirkt, dass er gehen kann? Jesus hat ihm dies gegeben. In eurer Gegenwart. Dies ist Lästerung. Jesus von Nazareth ist tot, falscher Prophet. Dies ist kein Wunder. Er kann wieder gehen. Dieser Mann hat all die Jahre vorgegeben, lahm zu sein, damit er um Geld betteln kann. Schon morgen wird er wieder am Tor liegen und betteln. Dies ist Einbildung. Nein, dies ist Gottes Wille. Und du verleumdest immer noch Gott. Du stehst hier im Tempel, Gottes Haus. Sei vorsichtig mit dem, was du sagst. Der Glaube an Jesus' Namen machte diesen Mann gehen. Nehmt ihn fest! Du kennst diesen Mann. Du kannst selbst sehen, dass Jesus ihm die Kraft hat. Saul! Hilf mir! Bereue! Ich rette dir nicht das Leben, damit du im Gefängnis stirbst. Sei still. Der Messias! Der Messias! Lasst mich, ich gehe allein. Bereut! Bereut! Ich bin der Hohepriester. Wie sind eure Namen? Simon, bekannt als Petrus. Johannes, Sohn des Zebedäus von Kapernaum. Mit wessen Vollmacht und in wessen Namen habt ihr diese Handlung begangen? Dieser Mann wurde im Namen Jesus von Nazareth geheilt, den Gott von den Toten erweckt hat. Wenn er von den Toten auferstanden ist, wo ist er jetzt? Er ist in den Himmel aufgestiegen. Er ist in den Himmel aufgestiegen. Wir haben ihn gesehen. Ihr wart also dabei. In keinem anderen ist das Heil. Noch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen. Kannst du lesen? Nein. Kannst du schreiben? Welchen Beruf hast du? Wir sind Fischer. Fischer? Ihr seid Fischer aus Galiläa? Wie könnt ihr es wagen, euch zu erdreisten, diesen gelehrten Männern Gottes Absichten zu erklären? Kann dieser Mann gehen? Konnte er vor 2 Tagen gehen? Vor 2 Jahren? Vor 20 Jahren? Hast du ihn gesund gemacht? Hast du ihn gesund gemacht? Nein, das hat Jesus getan. Seht! Halt, das ist genug! Schafft ihn raus! Diese Männer haben Gott gelästert, im Beisein vieler Zeugen. Und diese selben Zeugen haben gesehen, wie sie einen Lahmen heilen. Einen Mann, den wir alle seit Jahrzehnten vor dem Tempeltor haben sitzen sehen. Das kannst du nicht leugnen. Wir können nicht länger zulassen, dass sie diesen Glauben an Jesus predigen. Der Mann ist tot. Der Glaube ist noch am Leben. Ja. Ein Glaube ist wie ein Feuer, begrenzt es und es wird sterben. Wenn es sich ausbreitet, wird es größer. Bringt sie rein. Ihr werdet nicht mehr reden von Jesus von Nazareth. Ihr werdet nicht predigen in seinem Namen. Ihr werdet nicht heilen in seinem Namen. Niemals! Wenn man euch antrifft, wie ihr öffentlich von diesem toten Mann sprecht, werdet ihr festgenommen und wegen Gotteslästerung vor Gericht gestellt. Ich spreche als hoher Priester dieses Hauses, Gottes Tempel. Ob es vor Gott recht ist, dass wir dir mehr gehorchen als Gott, musst du beurteilen. Wir aber können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir werden predigen und heilen im Namen des Messias, Jesus von Nazareth. Dann werdet ihr euer Leben ganz sicher im Gefängnis beschließen. Gottes Wille geschehe. Schickt sie weg! Ich bin's, Stephanus. Das ist Johannes, ein enger Freund von Jesus. Johannes, das sind Barnabas und seine Frau Hagar. Sie sind Gläubige. Willkommen. Bitte kommt rein. Maria,
Ja. Ich möchte dir zwei Gläubige vorstellen, Barnabas und seine Frau Hagar. Dies ist die Mutter von Jesus, Maria. Ich will dir dienen, Maria. Die Mutter von Jesus. Ich bin nur ein Mensch wie du. Knie nicht vor mir. Du bist von Gott auserwählt. Wir alle sind von Gott für eine Aufgabe auserwählt. An uns ist es herauszufinden, was er von uns will. Kommt und esst mit uns. Und wir werden euch alles über Jesus erzählen. Jesus hat gesagt, nehmt, esst, denn dies ist mein Leib. Das tut zu meinem Gedächtnis. Barnabas, glaubst du an unseren Herrn Jesus, unseren Heiland, unseren Messias und unseren Erlöser? Mit meinem ganzen Herzen. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gottes Verheißung gilt für euch, die glauben. Hagar, Frau des Barnabas, glaubst du an Jesus Christus als unseren Herrn und unseren Gott? Das tue ich. Ich glaube von ganzem Herzen. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes, Simon, und des Heiligen Geistes. Petrus, du bist festgenommen auf Anordnung des Hohen Priesters. Gestern wurden wieder 3000 innerhalb von Stunden getauft. Wir haben es hier mit einer neuen Irrlehre zu tun. Irrlehre? Bist du sicher? Ihr Anführer wurde von den Römern gekreuzigt. Also entscheiden jetzt die Römer, was eine Irrlehre ist? Heute Morgen haben sich die Römer in aller Form beschwert. Sie befürchten einen Aufstand, wenn dieses Predigen weitergeht. Das heißt, ihr Pharisäer müsst diese Leute unschädlich machen. Wir Pharisäer? Warum beschuldigst du uns, Ruben? Wer lehrt denn, dass der Messias kommt? Pharisäer! Und nun lehren sie, dass der Messias von den Toten auferstanden ist. Das ist Pharisäergerede. Dies Märchen vom Leben nach dem Tode. Ihr gebietet dieser Sekte Einhalt, sonst ziehen uns die Römer zur Rechenschaft. Unsere Lehre ist klar. Am Ende der Zeiten werden wir alle auferstehen. Aber die Tora lehrt das nicht. Die Tora ist das Gesetz, Moses von Gott gegeben auf dem Berg Sinai. Du vertrittst die Lehre der Sadduzäer. Aber für die Pharisäer wurde die Tora allen Menschen von Gott gegeben. Jeder Mensch muss selbst entscheiden, wie er das Wort Gottes für sich auslegt. Ihr täuscht das Volk mit dem Versprechen der Auferstehung. Und das habt ihr dann davon, ein auferstandener Messias. Brüder, Israeliten, bedenkt sorgfältig, was ihr mit diesen Männern tun wollt. Wenn ihr Glaube menschlichen Ursprungs ist, wird er scheitern. Denkt an Theudas. Er hatte Hunderte von Anhängern. Und doch sind alle verschwunden, als er starb. Erinnert ihr euch an Judas, den Galiläer? Viele Anhänger. Aber als er starb, haben sie sich zerstreut. Aber wenn ihre Lehre von Gott stammt. Von Gott? Was, verleumdest du jetzt auch den Herrn? Aber wenn ihre Lehre von Gott stammt, werdet ihr sie nicht zu besiegen vermögen, weil ihr diesen Kampf gegen Gott selbst kämpfen müsst. Ich rate zur Vorsicht. Bringt die Gefangenen herein! Die Gefangenen! Ja? Die Gefangenen sind entflohen! Sie predigen im Tempel, in eben diesem Augenblick. Unser Herr Jesus hat gesagt, wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Königreich Gottes empfängt, der... Wie seid ihr aus dem Gefängnis entkommen? Gottes Engel hat die Türen für uns geöffnet. Lügner!
Ihr habt die Wachen bestochen und dafür werden sie sterben. Wir sollen Jesu Wort in Israel verbreiten. Er hat uns befreit. Wir haben euch strengste Anordnung gegeben, nicht im Namen dieses Mannes zu predigen. Wir müssen Gott gehorchen. Peitscht sie aus. 40 Schläge, weniger einen. Freu dich, Johannes, dass wir es wert sind, für unseren Herrn zu leiden. Für unseren Herrn! Märtyrer sind solche Narren. Mutter, was tust du hier? Ich habe mir angehört, was die Lehren ruben. Du solltest sie nicht länger verfolgen, Junge. Mutter, geh nach Hause. Überlass mir die Belange Gottes und des Imperiums. Saul, du hast heute einen Spaß verpasst. Weißt du, dass im Tempel eine Auspeitschung war? Ja, die Jesus-Anhänger. Gamaliel meint, ihr solltet vorsichtig sein. Unsinn. Aber andererseits, wer zum Pharisäer wird, versteht sich auf Unsinn, nicht wahr? Ruben, benimm dich. Sei nett zu deinen Freunden. Ich verspreche es, Mutter. Ihr versprichst du es, aber mich übergehst du? Aber Sarah ist doch meine liebe Mutter. Du bist nur meine... Deine zukünftige Frau. Möglicherweise. Du tust ihr weh, Ruben. Manchmal bin ich überhaupt nicht stolz auf dich, mein Junge. Du wirst dich bei Dina entschuldigen. Ich verspreche gleich. Es, Mutter. Geh. Dina! Dina, komm zurück! Sarah, nicht böse sein. Es war doch nur ein Scherz, hm? Warum legst du dich nicht hin? Wir haben hier genug zu essen. Ach. Sie wird schon wieder. Komm, Saul. Saul, du bist doch ein gebildeter Mann. Du glaubst nicht im Ernst an Engel. Von ganzem Herzen. Ach, Pharisäer. Saul, du bist der geborene Führer. Du bist ein Mann von Lebensart. Wusstest du, dass Saul ein römischer Bürger ist? Mein Vater hat das Bürgerrecht gekauft, nichts weiter. Er hat die römischen Feldherren erpresst, ihm das Bürgerrecht zu geben, weil sie seine Zelte für ihre Heere brauchten. Er hat 500 Drachmen bezahlt. 2 Jahreslöhne? Oh, nicht für Sauls Vater. Nein, Sauls Vater war reich. Genau wie Saul reich ist. Dann sollte ich vielleicht Saul heiraten. Aber du liebst Saul nicht. Ich liebe niemanden. Du liebst mich, hm? Weißt du, hätte ich deine Gaben, würde ich über diese Stadt herrschen. Aber mir hast du erzählt, du herrschst über diese Stadt. Nein, ich bin nur ein Priester. Der Handel beherrscht heutzutage die Stadt. Ja, und schlaue Geschäftemacher wie Saul. Was für schlaue Geschäfte hast du gemacht, Saul? Das ist kein Scherz. Saul hat das beste Geschäft aller Zeiten gemacht. Hör zu. Tag für Tag, Jahr für Jahr schlachtet man Lämmer im Tempel. Für die Opfer, ja. Und an Passa werden 20.000 an einem Tag geschlachtet. Ja? Was glaubst du, was mit den Häuten all dieser Lämmer geschieht? Zelte werden gemacht, ja. Für das römische Heer, für die Tempelwache, für Herodes Heer und Saul ist der Zeltmacher. Sehr gut. Da siehst du, Saul, die jungen Frauen heutzutage werden mehr beeindruckt von Geschäften als von bescheidenen Priestern. Bescheiden? Ich liebe dich, bescheidener Priester. Und ein Teil von Sauls Handel mit den Lammfellen war, dass er den hohen Priester erpresst hat, ihn zum Hauptmann der Tempelwache zu machen. Ruben. Und nun kann er das zweischneidige römische Schwert tragen und mitten durch die Stadt reiten mit einem Haufen schwitzender Wachen hinter sich. Mit dem Segen von Gamaliel. Gamaliel ist ein großer Lehrer. Oh, er ist ein Pharisäer. Was ist mit ihr? Sie ist zusammengebrochen. Mutter. Ruben. Ein letzter Wunsch
bevor es zu Ende ist. Es ist nicht zu Ende. Ein Wunsch. Alles, Mutter. Johannes Petrus. Was? Bringen Sie her zu mir. Aber Sie sind Schwindler. Bitte. Mutter, das kannst du nicht von mir verlangen. Ich bin Priester. Ich kann niemanden rufen, der sich gegen Gott versündigt. Und Sie werden auch nicht kommen. Sie haben Angst vor mir. Bring mich zum Tempel. Sie hat nicht mehr lange. Das kann sie nicht von mir verlangen. Aber sie hat es getan. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße zu geben und Vergebung der Sünden. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens. Bist du gekommen, um mich wieder festzunehmen? Meine Mutter. Glaubst du, ich kann ihr helfen? Ruben! Du hast meine Mutter getötet! Mutter. Mutter. In Frieden gestorben. Nein. Du hast sie sterben lassen. Du hast sie getötet! Nein, Ruben, er hat dir Trost gegeben. Er hat dir wundervolle Dinge gesagt. Es war Gottes Wille, Ruben. Ihr widerlichen Betrüger! Ruben. Betrüger! Fass mich nicht an! Wieso hältst du mich fest? Saul, auf wessen Seite stehst du? Auf der dieser Verräter oder auf der Seite von Gottes Gesetz? Ihr Priester, lasst dies immer und immer wieder geschehen. Erst wenn ihr eure eigenen Leute nicht unter Aufsicht halten könnt, dann kommt ihr zu mir. König Herodes ist der Herrscher über uns alle. Erfreulich, so etwas zu hören. Ich habe dieses Amt aber inne, weil es Rom so gefällt, genau wie du deins, hoher Priester. Du kommst zu mir als deinem Herrscher, wenn du meine Hilfe brauchst, aber sonst bekämpfst du mich, wo es geht. Niemals. Mein König, Sie stellen das Gesetz in Frage. Sie predigen die Zerstörung des Tempels, dass man essen kann, was man will. Nichts ist unrein. Sie versprechen ein Leben nach dem Tod. Sie sagen, der Messias ist gekommen und Jesus von den Toten auferstanden. Jesus wurde gekreuzigt. Sehr richtig, mein König. Rede mir nicht nach dem Mund, Priester. Jetzt auf einmal haben wir Tausende, die dem Nazarener, diesem Zimmermann, nachfolgen. Was habt ihr, Priester, unterlassen, dass dies geschehen konnte? Das sind Eiferer.
eine Bedrohung für Israel. Das Gesetz des Moses ist das Gesetz Israels. Nimm ihm das Gesetz und Israel gerät in Unordnung. Ah, da wir gerade vom Gesetz sprechen. Hier ist es. Aber nicht euer altertümliches Gesetz des Moses, Priester, nein. Der Tribun und der Feldherr Gaius bringen uns das Gesetz des römischen Schwertes. Ich heiße euch willkommen. Rom fordert Frieden. Wenn euer Volk unter euch nicht Ruhe bewahrt, sorgt das Imperium dafür. Ist das wahr, Tribun? Wird Rom Judäa vernichten, wenn wir diesen Jesus-Schwärmern erlauben, fortzufahren? Ich würde lieber geschickter vorgehen, König Herodes. Aber es gibt viele wie den Feldherrn Gaius hier, denen jeder Vorwand willkommen wäre, ihren Schwertern Arbeit zu geben. Er ist ein grausamer Mann, der den Befehl über ein Heer grausamer Männer hat. Falls es einen Aufstand dieser verrückten Juden gibt, wird Rom ihn zerschlagen. Und du wirst unter den Opfern sein. Und ich ebenfalls. Vernichtet sie. Das ist die Urkunde für den Verkauf. Es steht alles drin. Ja, ich sehe es. Gottes Segen. Gottes Segen. Barnabas! Maria! Petrus! Es geht das Gerücht um, dass König Herodes deinen Tod befohlen hat und den von Johannes. Gott hat uns gelehrt, dass wenn wir seinen Weg gehen wollen, dann müssen wir alles aufgeben und auf ihn vertrauen. Ihr werdet das jetzt brauchen. Wir haben alles verkauft. Unser Haus, unseren Hof. Wir wollen Jesus folgen. Seid ihr sicher? Ja, wir sind sicher. Hagar. Warum denkst du, tun sie das? Geld? Macht? Die glauben daran. Umso schlimmer. Hast du sie sprechen gehört? Hast du? Ja. Wann? Ich war dort mit deiner Mutter. Sprich nie wieder von meiner Mutter. Deine Mutter hielt sie für Heilige. Ruben! Bist du verrückt? Sieh doch, was geschieht! Sogar sie verteidigt diese Verrückten! Wach auf, Pharisäer! Liegt dir dein Gott am Herzen? Ja! Liegt dir auch dein Land am Herzen? Ja! Dann handle! Vernichte sie jetzt, bevor die Römer uns vernichten! Römer? Glaubst du, die Römer stehen dabei und sehen zu, wie ein Aufstand beginnt? Sie werden uns vernichten, unseren Tempel, unsere Lebensweise, einfach alles. Und sie werden lachen, während sie das tun. Sie würden es lebend gerne tun. Judäa ist die aufsässigste Provinz im Reich. Sie warten nur auf einen Vorwand, unsere Religion auszulöschen. Saul, sei mein Verbündeter. Ein Eid. Ein feierlicher Pakt, diese Lügen ein für alle Mal zu zerstören. Wir werden sie ausrotten, jeder Einzelne. Ruben, nein! Saul, tu das nicht! Wenn du diese Gotteslästerer noch einmal in meinem Haus verteidigst, wird dir nicht erlaubt werden, hier zu leben! Bitte, Saul! Auf die Zerstörung falscher Lehren. Auf ein sicheres Israel. Ihr Kinder Israels! Brüder und Schwestern! Kommt! 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 Für dich, hier. Kommt näher! Kommt näher und hört Stephanus zu, wie er euch von Jesus spricht! Jesus, kommt, unser Herr, kommt, sprach, kommt, Worte, liebet Jesus. Einander, wie ich euch geliebt habe. Folgt seinem Beispiel. Ich sage euch, dass im er Namen gebraucht den Namen Jesus. Wir haben ihm das untersagt. Nimm ihn fest. Das,
das kann euer Leben retten. Warte. Es gibt einen anderen Weg. Wenn ihr tut, was ich sage, bin ich euer Freund. Und Jesus hat gesagt, ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden. Sammelt eure Schätze im Himmel. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Du bist also gekommen, um diesen Betrügern zuzuhören. Dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, dann bleibe hier und lerne. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen. Bringe Saul von Tarsus und Gamaliel her. Die sind im zweiten Hof. Und beeil dich. Ihr könnt nicht Gott dienen. Wer war Jesus? Der Sohn Gottes. Und? War er Mensch oder Gott? Beides. Gott in Gestalt eines Menschen zu uns gesandt. Gott selbst? War er göttlich? Ja. Ah. Also, dann glaubst du an zwei Götter. Ein Gott. Der Gott unserer Vorväter. Gott der Vater und Gott der Sohn. Ah, dann war Jesus nicht Gott. Gottes Sohn. Göttlich? Ja. Das sind zwei Götter. Nein. 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 Das ist nicht wahr. Jesus hat gesagt, dass er den Tempel zerstören wird. Stimmt das? Er meinte den Tempel seines Leibes. Nein, 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 nein. Jesus hat gesagt, dass er den Tempel niederreißen wird. Unser Allerheiligstes zerstören würde. Die Art, wie wir seit Jahrhunderten leben, ändern. Jesus war ein Zerstörer. Nein, Jesus ist unser Erlöser. Jesus ist unser Erlöser. Der Erlöser. Gamaliel. Gamaliel. Wären das die Pharisäer? Bist du ein Gottmensch? Du weißt, das ist nicht so. Saul, kann dein Gott von Menschen verurteilt und von Römern gekreuzigt werden? Natürlich nicht. Gott lebt. Jesus lebt. Er ist mitten unter uns, auch jetzt. Wirklich? Ja, wo ist der? Ich habe ihn nicht gesehen. Jesus! Er soll unter uns sein. Wo ist er denn? Jesus! Jesus, Jesus, komm raus! Ja, nun zeige dich. Hä? Ich will dich sehen. Ich werde auf die Knie fallen und dich anbeten, wenn du dich zeigst, Jesus. Jesus! Gamaliel! Bist du mit irgendetwas von dem einverstanden, was dieser Jesus-Schwärmer heute gesagt hat? Ist er nicht? Bist du Saul? Halte dich da raus. Saul ebenfalls nicht. Dieser Mann gibt vor, euch zu retten mit ein paar Brotlaiben und ein paar klugen Worten. Aber sein Preis ist der Verrat an euren Gesetzen. Gesetzen, die euch von Abraham und Moses gegeben wurden. Jesus lehrt uns das Gesetz der Liebe. Und das ist nicht gegen Moses. Brüder, Brüder, hört mir zu. Ich bin ein gläubiger Jude. Treu unserer Geschichte und unseren Gebräuchen. Und das ist auch dieser Mann, Stephanus. Euer Gott ist sein Gott. Er predigt, dass es mindestens zwei Götter gibt. Und von der Zerstörung des Tempels. Und dass die Auferstehung stattgefunden hat. Gotteslästerung. Schafft sie fort. Nein! Nein! Schafft ihn auf der Stelle fort. Es ist verboten, von Jesus zu sprechen. Es ist verboten, in Jesu Namen zu predigen. Wachen, ergreift ihn! Saul! Sofort! Bist du auf meiner Seite? Saul, wenn diese Lehren nicht von Gott sind, dann gehen sie ohne Gewalt unter. Saul, du hast mein Leben... Geh fort, sonst geschieht ein Unglück. Nein, tu das nicht! Im Namen Gottes, tu das nicht! Tu das nicht! Nein! Ruben, tu das nicht! Hast Ruben. Du denn immer noch nichts gelernt? Komm mit und sieh zu, wie er stirbt. Nein! Steinigt ihn! Jetzt stirbt er. Ja! Die Strafe für Gotteslästerung ist Steinigung. Was?
Barnabas! Wie lange wird sich der Bruder noch gegen den Bruder wenden? Keine Gnade, Saul! Dein Gott befiehlt es! Stimmst du mit ihm überein? Ja! Auf ein sicheres Israel! Jesus, nimm meinen Geist auf. Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Lasst euch dies eine Warnung sein! Predigt die Worte dieses Jesus und ihr werdet sterben! Stephanus! Nehm diesen Mann fest! Dein Eid ist wertlos! Nein! Barnabas! 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 Was hast du getan? Meine Pflicht. Ich liebe dich, Dina. Du liebst? Hör mir zu. Ich liebe dich, aber du wirst wählen müssen. Wenn du mir hilfst, helfe ich dir. Ich kann dir sagen, wo ihr Anführer ist. Wo? Auferstanden. An die Auferstehung, nicht wahr? Die wahre Auferstehung. Was wirst du zu Stephanus am Tag des jüngsten Gerichts sagen? Ich habe nur ihre Kleider bewacht. Ihr verderbt Jerusalem. Wie? Indem ihr gegen das Gesetz des Moses predigt. Ich habe Stephanus zugehört und Petrus. Das Gesetz hält dieses Land zusammen. Nein, du hast Stephanus und Petrus nicht zugehört. Dein Herz war verschlossen. Aber du kommst sowieso zu spät. Was meinst du? Es geht jetzt nicht mehr nur um Jerusalem, Saul. Petrus und Johannes sind fortgegangen.
Sie werden in alle Städte Israels gehen, die Worte Jesu jedem Juden im Lande verkünden. Ich dachte, du bist ein Held. Du bist ein Narr. Nur ein Narr. Der tut, was Ruben will. Jesus hat uns gelehrt, die andere Wange hinzuhalten. Gamaliel hat Unrecht. Halten wir diesen Irrglauben auf. Mit allen Mitteln, wenn nötig. Mein Eid gilt, Ruben. Ich liebe mein Land und meinen Gott. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Ja. Bringt sie fort. Weg! Weg! Dazu hast du kein Recht. Diese Menschen tun nichts Böses. Du kannst sie nicht verfolgen, wie gemeine Ver... Erinnert ihr euch an mich, meine Freunde? Amos, der Bettler, der nicht gehen konnte. Amos, der im Staub saß und spuckte und fluchte. Nun, hier ist er. Er springt und tanzt und preist Gott. Nicht durch einen hohen Priester oder eine teuflische Machenschaft. Petrus und Johannes sind hier. Sie sind zurück. Gelobt sei Gott. Johannes. Was gibt es für Neuigkeiten? Gute Neuigkeiten. Es gibt Gläubige überall in Judäa und Samaria. Die offen sprechen, ohne Furcht. Lobt den Herrn. Gemeinden, wo immer wir hingekommen sind. Johannes. Soweit wir sehen können, ist die Anhängerschaft hier in Jerusalem ausgelöscht, König Herodes. Gut gemacht. Was ich so höre, haben diese Jesus-Jünger Angst vor dir, Saul von Tarsus. Danke, mein König. Aber die Bedrohung ist noch vorhanden. In anderen Städten ist sie gewachsen. Ja, besonders in Damaskus. Das ist ärgerlich. Was schlägst du vor? Gib mir ein Einführungsschreiben und Vollmachten für die Synagogen von Damaskus. Dann werde ich dorthin reisen, um die Mitglieder der Sekte aufzuspüren und in Fesseln nach Jerusalem zurückzubringen. So sei es. Geb ihm eine Leibwache mit unsere besten Männer. Das ist unglaublich. Du gehst zum König und zum hohen Priester, ohne vorher mit mir zu sprechen? Die Zeit drängt. Wir müssen dort sein, bevor jemand weiß, dass wir kommen. Überraschung ist unsere beste Waffe. Überraschung ist dir zur zweiten Natur geworden, nicht wahr? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du hast die Gefängnisse gefüllt. Du bist so stolz auf dich, dass du bald platzt. Ich habe dir gesagt, wenn ich das Ziel kenne, gebe ich nicht auf, bis es erreicht ist. Was du diesen Menschen angetan hast, ist abscheulich. Niemand hat nach deiner Meinung gefragt. Halt den Mund. Lass deinen Ärger nicht an ihr aus. Sag mir nicht, wie ich mit meiner Frau reden soll. Frau? Wann? Wenn du heute Abend noch einen Ton sagst, wird das nie geschehen. Du bist ein böser Mann, Ruben. Und du ein ehrgeiziger Narr. Ich breche morgen früh auf. Gut. Ich lasse dann unsere Pferde satteln. Du kommst mit? Ich weiche nicht von deiner Seite. Ich komme auch mit.
Das ist eine kriegerische Unternehmung. Hervorragend, dann habe ich Beschützer. Ich verbiete es. Lässt du zu, dass andere Männer so mit deiner Frau sprechen? Er ist nicht dein Mann und ich habe hier den Befehl. Wie kannst du es wagen, so mit meiner Frau zu reden? Seid ihr beide verrückt geworden? Dies ist mein Haus und ich werde es nicht erlauben, dass du in meinem Haus solche Reden führst. Nimm deine Hände weg. Saul! Du hochgekommener kleiner Pharisäer! Saul! Nimm deine Hände weg! Sei vorsichtig, Saul von Tarsus. Ich bin nicht ohne Einfluss in diesem Land. Gut. Dann kannst du uns vielleicht für morgen ein paar anständige Pferde besorgen. Reitest du mit? Ich habe keine Wahl. Dann komme ich auch mit. Du wirst nicht nach Damaskus gehen. Und wenn ich zurückkehre, wird geheiratet. Und ich müssen die Gläubigen in Damaskus warnen. Nein, es ist meine Schuld, Petrus. Ich habe Saul gesagt, dass sich das Wort verbreitet. Ihr beide dürft nicht gehen. Sie müssen gewarnt werden. Dann werde ich sie warnen. Nein, du kannst nicht gehen. Es ist zu gefährlich. Petrus und Johannes sind die beiden Männer, die Saul am liebsten gefangen nehmen würde oder sogar töten. Euch beide zu finden, würde ihn sehr mächtig machen. Ihr dürft nicht gehen. Es tut mir leid, Petrus. Johannes, dass ich so mit euch spreche. Ich entschuldige mich. Du sprichst so aus Liebe, Barnabas. Johannes und ich wissen das. Wir können dich die Gefahr nicht eingehen lassen. Der Vorsteher der Synagoge in Damaskus ist Ananias. Ein Neubekehrter. Er kennt uns. Er wird unserer Warnung vertrauen. Nein, nein, ihr könnt nicht gehen. Das ist mein letztes Wort. Ich werde gehen, ich werde Ananias finden und ich werde ihn warnen. Barnabas! Barnabas! Deine zukünftige Frau erweist dir nicht viel Achtung, nicht wahr? Du weißt nichts über meine zukünftige Frau, nur dass du sie begehrst. Wenn ich sie wollte, könnte ich sie auch bekommen. Dein Erfolg hat dir den Verstand geraubt. Tatsache ist, dass ich mehr über sie weiß als du. Zum Beispiel weiß ich, wo sie gerade ist. Wovon redest du? Da drüben ist sie. Verboten, uns zu folgen. Ja, du hast vieles gesagt, Ruben. Auch, dass du mich heiraten würdest. Du gehst jetzt sofort nach Hause. Allein? Durch die Wildnis? Sie ist allein hergekommen. Und du willst sie nochmal in Gefahr bringen. Also, was ich wissen möchte, wirst du sie wirklich heiraten? Vernichtet einander. Gute Freunde sind die größten Feinde, nicht wahr? Hm.
Saul, warum tust du das? Ruben ist ein aufgeblasener Narr. Das doch nicht. Leute verfolgen bloß, weil sie einen anderen Glauben haben als du. Es ist Gottes Wille. Woher weißt du das? Ihre Lehre ist Lüge. Ihr Messias ist tot. Sie nutzen unsere Landsleute für ihre Zwecke aus. Israel wird vom Gesetz geschützt. Es muss befolgt werden, gleich was es kostet. Menschen gefährden ihr Leben, weil sie an Jesus glauben. Niemand hat davon einen Vorteil. Das sind Kämpfe um die Macht einer Sekte, die ihren Führer verloren hat. Jetzt wollen sie ihre Stellung nicht verlieren und erfinden Lügen. Sie wirken Wunder in seinem Namen. Aber genau das ist der Beweis für falsche Lehren. Nur Gott allein kann Wunder wirken, Dina. Sie sagen, dass Jesus Gott ist. Es gibt nur einen Gott. Was, wenn du Unrecht hast? Es ist Blut an meinen Händen. Ein Zurück gibt es nicht. Ich, Ananias! Oh. Er ist dort! Damaskus! Saul, wir müssen weiter nach Damaskus. Steh auf! Jesus hat mich geblendet! Bringt Seile! Wir binden ihn hinter mir aufs Pferd!
Das ist schon der dritte Tag. Er will weder essen noch trinken. Ich fürchte, er wird sterben. Er ist ein Schwächling. Er hielt die Anspannung nicht aus. Barnabas, wach auf! Wach auf, Barnabas! Ananias, was ist? Barnabas, ich muss mit dir sprechen. Ich weiß, du bist gekommen, um uns zu warnen, dass Saul unser Feind ist, aber jetzt... Was ist los, Ananias? Ich hörte ein Wort von Gott. Ein Wort von Gott? Ja, während ich schlief, hat Gott zu mir gesprochen. Gott? Er hat gesagt, ich muss Saul finden... und ihn von seiner Blindheit heilen. Gott hat dir gesagt, du sollst Saul suchen? Ja. Gott? Gott. Es war Gott. Ananias, also erstens, wenn du Saul findest, wird er dich festnehmen und töten. Zweitens, ist er nicht blind? Ich wünschte, er wär's. Und drittens, weißt du nicht, wo er ist? In einer Straße, die Gerade heißt. Im Haus des Juda von Damaskus, wo er betet und darauf wartet, dass ich ihm sein Augenlicht wiedergebe. Gott hat dir gesagt, wo du Saul findest? Das ist das Haus auf der anderen Straßenseite. Ananias, hör doch zum letzten Mal, ich flehe dich an. Barnabas, ich muss das tun. Gott hat es mir befohlen. Ananias! Saul, hier ist ein Mann, der dich besuchen will. Mein Name ist... Ananias. Ja? Du kennst diesen Mann? Ja. Ich hatte eine Erscheinung. Ein Mann namens Ananias kam in diesen Raum. Er hat seine Hände auf mich gelegt und ich konnte wieder sehen. Jesus hat ihn zu mir gesandt. Jesus? Du bist auserwählt worden. Auserwählt? Saul! Gott hat mir gesagt, dass du das Werkzeug bist, das er auserwählt hat, um seinen Namen den Heiden zu verkünden. Kannst du machen, dass ich wieder sehe? Der Herr Jesus, der dir auf deinem Weg hierher erschienen ist, hat mich gesandt, damit du dein Augenlicht zurückerhältst und erfüllt wirst vom Heiligen Geist. Ich kann sehen. Ich kann sehen. Ich kann sehen. Saul. Es ist, als ob mir Schuppen von den Augen gefallen wären. Danke. Ich habe noch eine Botschaft. Sprich. Gott sagte, ich selbst werde ihm zeigen, wie sehr er um meines Namens willen leiden wird. Leiden?
um seines Namens willen. Gott selbst hat mich gerufen. Ananias. Die Gläubigen. Sie werden doch geheiligt mit Wasser. Getauft? Dann taufe mich. Ich bin dazu nicht berechtigt. Ich bin neu in diesem Glauben. Du hast mit Gott selbst gesprochen. Wer wäre berechtigter als du? Wer? Taufe mich. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weiter. Und Saul, ich glaube, das brauchst du da drin nicht. Dies ist der richtige Zeitpunkt. Was soll ich sagen? Erzähl ihm einfach deine Geschichte. Wird das genügen? Ich denke, das ist eine ganze Menge. Diese Menschen sind alles Gläubige. Komm! Brüder! Ich möchte euch einen Freund von mir vorstellen. Er hat euch etwas zu sagen. Mein Name ist Saul von Tarsus. Ich habe keine herzubringen. Unseren schlimmsten Feind, der Teufel selbst. Verfolgst ihn bis in den Tod. Der hohe Priester in Jerusalem hat mir die Macht gegeben, alle Anhänger von Jesus, die in Damaskus sind, festzunehmen. Hier ist der Befehl. Verfolgst uns bis in den Tod. Was willst du denn eigentlich hier? Verschwinde! Das war, bevor Jesus mir erschienen ist. Auf dem Weg hierher. Bevor ich verstand, dass er der Sohn Gottes ist. Bevor ich glaubte, dass er der Messias ist. Bevor ich wusste, dass er von den Toten auferstanden und zum Himmel aufgefahren ist. Bevor ich getauft wurde. Bevor ich ein Jünger Jesu geworden bin. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Ist diese Verwandlung echt? Seht, er verbrennt den Befehl. Das muss ja richtig sein. So viele sind erleuchtet worden. Das Wort Jesu ist nun mein Schwert.
Das Wort Jesu ist nun mein Feuer! Beruhige dich. Niemand ist tiefer gesunken als ein Mann, der seine Freunde verrät, seinen Glauben, seine Aufgabe, seinen Gott. Er war blind und dann konnte er sehen. Erzähl mir bloß nichts von Wundern. Es gibt nur einen Gott und sein Name ist nicht Jesus. Ich habe es gesehen. Lass, fass mich nicht an. Das ist das Haus. Saul! Komm heraus und stirb! Wenn er hier wäre, Ruben, bezweifle ich, dass er dieser Aufforderung folgen würde. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Du sagst es mir? Oder du wirst heute Nacht noch sterben. Ich will nicht sterben, aber ich weiß nicht, wo er ist. Dann spielt es auch keine Rolle, ob ich dich töte oder nicht. Es spielt für mich eine Rolle. Ruben! Ruben! Er ist in der Synagoge! Er ist du in der lügst! Du versuchst nur, diesen Abschaum zu retten. Ruben, es tut mir leid. Ich war durcheinander. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Woher weißt du, wo Saul ist? Er vertraut mir. Er ist dort geblieben. Sei still, Kind. Verräterin. Ich liebe dich, Ruben. Kommt mit! Warum hast du gelogen? Woher weißt du das? Du hast keine Ahnung, wo Saul ist. Und du liebst Ruben nicht. Nein. Ich habe es einmal getan. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich weiß. Jesus ist ein harter Zuchtmeister. Ich kenne die Opfer, die seine Jünger bringen müssen. Aber Jesus ist eben auch so voll von Liebe. Das ist wohl auch warum... Warum? Warum ich die Liebe Jesu spüren kann, sogar in diesen schlimmen Zeiten. Wir nennen das Glaube. Folgt mir! Komm. Komm. Komm, wir gehen zurück. Wir müssen Saul suchen. Lass mich los, du sollst mich loslassen. Psst. Seine Hände stinken wie ein Esel. Sei still. Wir müssen uns verstecken. Nein, wir müssen Saul aus Damaskus rausbringen. Überall da draußen sind Wachen. Ihr könnt nicht zum Tor raus. Kommt. Zu hoch, viel zu hoch. Wir gehen zurück, suchen einen anderen Weg. Kommt, 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 kommt. Ein Korb. Psst, was? Ein Korb. Ein Korb? Ein Korb, ja. Glaubt ihr, ihr könnt mich halten? Schnell. Mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe. Steig ein. Steig schon rein. Ah. Ah.
befreit euch. Drei Gruppen. Du führst deine Leute dort entlang an der Mauer. Ihr geht geradeaus, ihr kommt mit mir. Schneller. Schneller, schneller, schneller. Halt, hört auf. Die Wache kommt. Hör auf, halt. Die Apostel und Maria gedenken des in den Himmel aufgefahrenen Jesu. Da geschieht etwas Wunderbares. Jesus! Der Herr ist mit uns. Der Heilige Geist ist gekommen. Von nun an verkünden Petrus und Johannes die neue Lehre im Tempel von Jerusalem. Väter hat Jesus auferweckt zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße zu geben und Vergebung der Sünden. Doch die Priester lehnen ihre Lehre ab. Falls es einen Aufstand... Der neue Glaube droht auch die Macht des Herodes Antipas zu erschüttern. Und du wirst unter den Opfern sein. Und ich ebenfalls. Vernichtet sie. Der ehrgeizige Priester Ruben bindet seinen Freund Saul an sich, um seine Macht zu wahren. Auf die Zerstörung falscher Lehren. Auf ein sicheres Israel. Die blutige Mission führt Saul und Ruben nach Damaskus. Damaskus! Doch plötzlich hört Saul eine Stimme. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf, geh in die Stadt Damaskus. Dir wird gesagt werden, was du zu tun hast. Saul, der grausame Feind der Christen, ist blind und hilflos. Doch er wird geheilt und empfängt seine neue Mission. Gott hat mir gesagt, dass du das Werkzeug bist, das er auserwählt hat, um seinen Namen den Heiden zu verkünden. Saul ist bekehrt und will nun für den neuen Glauben kämpfen. Doch Ruben verfolgt ihn mit seinem ganzen Zorn. Saul, komm heraus und stirb! Erst im letzten Augenblick gelingt Saul die Flucht aus Damaskus. Thank you.
Letzten Monat habe ich damit vertan, in Damaskus nach Saul zu suchen. Tag für Tag hast du gejammert, ich soll ihn ungeschoren lassen. Jetzt bist du gefälligst still. Ruben, Saul ist bestimmt nicht in Jerusalem. Wenn er nicht in der Wüste gestorben ist, ist er hier in Jerusalem. Und wenn er hier ist, werde ich ihn finden und vernichten und keine deiner Lügen wird ihn retten können. In den Tempel! Wenn er dort nicht ist, durchsuchen wir die Stadt! Nimm dir 4 Männer und sichert das Tor. Folgt mir! Niemand darf hier ohne meine Erlaubnis raus. Die Männer beim Gebet. Ein Gesetzesbrecher gegen Gott und das Land ist hier, Gamaliel. Dein Lieblingsschüler Saul. Ich werde ihn finden und vernichten, so wie Gott es verlangt. Weil sein Geist offen genug ist, dass er auch andere Lehren kennenlernen will. Er predigt Lügen. Ist das nicht Grund genug für dich, Gamaliel? Ruben, ich weiß, du tust dies wegen deines Glaubens an unseren Gott. Ich tue, was Gott befiehlt. Befiehlt Gott den Tod eines anderen? Gott hat den Tod vieler aus unserem Volk befohlen, Gamaliel. Derer, die seine Gebote nicht befolgen. Und da bist du überzeugt, dass Gott auch den Tod der Anhänger Jesu will? Er lehrt Juden, Gottes Gesetz zu missachten. Es gibt keine größere Bedrohung für unseren Glauben oder unser Land. Tut mir leid, ich habe kein Geld. Lügner, du bist ein reicher Mann. Du baust wunderbare Melonen und Kürbisse. Das war früher einmal. Ich habe alles weggegeben. Ein mutiger Mann hat dir das Leben gerettet. Und du hast es mit 2 winzigen Melonen vergolten. Saul? Saul? Saul! Wir dachten, du bist tot. Wir haben gesehen, wie die Wachen dich verfolgt haben. Und als du nicht zurück... Ich glaubte selbst, ich wäre tot. Tagelang bin ich gelaufen, ohne Wasser.
Gott allein hat mich gerettet. Komm mit rein. Maria gibt dir zu essen, Saul. Paulus. Was? Ich bin nicht mehr der Mann mit dem Namen Saul. Nie wieder soll dieser Name den Gläubigen Angst machen. Ich bin ein neuer Mensch mit einem neuen Namen. Paulus. Gut. Das ist der römische Name, den mein Vater mir zusammen mit meinem jüdischen Namen Saul gab. Paulus von Tarsus. Das heißt so viel wie klein. Der wird hoffentlich niemandem Angst machen. Der neue Name wird nicht den Unterschied machen. Ich weiß. Ich muss Petrus sprechen. Ich muss ihn von meiner Aufrichtigkeit überzeugen. Wenn er dazu bereit ist. Sie haben Angst vor dir. Ist er hier? Nein, nein, viel zu gefährlich. Jedermann kennt dieses Haus. Ruben ist nach Jerusalem zurückgekommen. Ich weiß. Wenn er dich findet, tötet er dich. Ich bringe dich zu Petrus. Komm. Ich muss ihn nur vorwarnen, aber ich bringe dich zu ihm. Komm rein, ruh dich aus. Ich komme dich bald holen. Sehen, ob wir allein sind oder ob uns jemand folgt. In der Arena? Hier können Sie leicht feststellen, ob es eine Falle ist. Komm. Komm. Barnabas. Petrus. Petrus. Das ist unser meistgefürchteter Verfolger, Saul von Tarsus. Doch er will dieser Mann nicht mehr sein und von nun an ein neuer Mensch werden, mit Namen Paulus. Er hat mitgeholfen, Stephanus zu ermorden. Jakobus, er ist ein Verwandter unseres Herrn. Er hat Dutzende verhaftet und Amos ermordet. Das ist alles wahr. Na, du gibst es zu. Ich habe zu Gott gebetet, mir zu vergeben. Warum sollten wir dir glauben? Jesus ist zu mir gekommen, hat zu mir gesprochen. Gebrauche nicht seinen Namen. Es ist wahr, Jakobus. Paulus war auf der Straße nach Damaskus. Um Gläubige zu verhaften. Stimmt. Auf der Straße wurde er von einem weißen Licht getroffen und er hörte die Stimme Jesu. Ich fragte, wer bist du? Und er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es ist die Wahrheit. Woher weißt du, dass es die Wahrheit ist? Ich habe ihn selbst in der Synagoge gehört. Er hat von seiner Liebe zu Jesus gesprochen, von seiner Umkehr. Worte, nichts als Worte. Eine List. Um Petrus und Johannes zu finden. Mag sein, doch wenn es eine List war, hat sie ihr Ziel erreicht. Ich bin hier. Petrus. Jesus hat mich geblendet. 3 Tage war ich blind. Dann hatte ich eine Erscheinung, dass mir ein Mann namens Ananias mein Augenlicht zurückgeben wird. Am selben Tag ist es geschehen. Ich weiß, dass das wahr ist. Wieso? Weil ich ihn eben in jener Nacht getauft habe. Ich will dich nicht in Gefahr bringen. Du brauchst mich niemals wiederzusehen. Dein Segen ist alles, was ich von dir will. Und deine Erlaubnis. Erlaubnis? Die frohe Botschaft von Jesus verkünden zu dürfen. Fein, fein. Und dann werden sie dich töten, genau wie du unsere Leute getötet hast. Jesus hat zu Ananias gesagt, ich sei zu seinem Werkzeug erwählt. Um seinen Namen den Heiden zu verkünden und dem Volk Israel. Dich? Ich habe ihn aufwachsen sehen. Ich war an seiner Seite von Anfang an. Ich habe ihn sterben sehen. Ich habe ihn zum Himmel auffahren sehen. Und er hat dich erwählt, um Israel seinen Namen zu verkünden? Ich habe dir die Wahrheit gesagt. Ich gebe dir meinen Segen, Paulus von Tarsus. Und ich gebe dir meine Erlaubnis, vom Herrn zu sprechen. Aber ich warne dich. Wenn Lügen in deinem Herzen sind, wird deine Seele verdammt sein. Du sprichst von Gott selbst, dem Messias, dem Christus, der bald wiederkommen und sein Königreich errichten wird. Die Römer werden dich nicht retten, sie werden besiegt. Die Priester werden dich nicht retten, denn sie werden verflucht sein, wenn sie Böses im Herzen führen. Gottes Wille wird geschehen. Ja, Barnabas, Gottes Wille wird geschehen. Und er wird geschehen, mein Freund.
Er wird geschehen. Und so, meine Freunde, stelle ich euch einen Mann vor, dem ihr niemals begegnen wolltet. Einen Mann, der die Anhänger Jesu verfolgt hat, sie verhaftet und sogar ermordet hat. Sein Name war Saul von Tarsus. Doch jetzt heißt er Paulus. Nein, nein, hört doch, hört ihm zu. Fürchtet euch nicht. Ich glaube an Jesus als den Messias. Jesus sprach zu mir auf dem Weg nach Damaskus. Er hat mich geblendet. Er hat gesagt, ich soll aufhören, ihn zu verfolgen. Wenn sich dieser sterbliche Körper mit Unsterblichkeit bekleidet, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Aber die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Doch Dank sei Gott, dass er uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Meine Brüder, ihr Nachfahren der Familie Abrahams und anderer, die Gott fürchten, uns ist die Botschaft dieses Heils gesandt worden, weil die Bewohner Jerusalems und ihre Anführer ihn nicht erkannt haben. Noch die Worte der Propheten Krieger. Verstehen. Doch wenn sich die Worte erfüllen Krieger. Werden, wird Krieger. Er... Paulus wird wieder zu euch sprechen. Geht beiseite! Aus dem Weg! Hast du eine Vorstellung, wie die Bäder Roms sind? Prächtig sind sie. Nicht wie diese Kloake. Rom hat Jesus getötet. Jetzt lässt du zu, dass er wiedergeboren wird. Durch deinen Freund Saulus. Ich will nicht, dass Rom von dieser Wiedergeburt hört. Halte ihn auf. Sofort. Du musst Jerusalem sofort verlassen, Paulus. Heute Nacht? Ich habe keine Angst vor Ruben. Es ist nicht nur Ruben. Auch die Römer wollen deinen Tod. Du bist von allen Seiten bedroht. Ich hatte dir nicht vertraut, Paulus, aber ich habe mich geirrt. Du hast deinen Einsatz für Jesus gezeigt. Aber du musst Gott nicht herausfordern. Es ist nicht feige von dir, deinen sicheren Tod zu verhindern. Mir macht es nichts aus, feige zu sein, wenn ich damit mein Leben rette. Du gibst vor, schwach zu sein, Barnabas. Dabei bist du ein sehr starker und tapferer Mann. Bring Ruben in diesen Raum und du kannst mich rennen sehen. Ich verlasse Jerusalem, Paulus. Es ist an der Zeit, die Botschaft zu verbreiten. Ich werde nach Lydda gehen und Barnabas schicke ich nach Antiochia. Nur Jakobus bleibt hier. Er wird sich um die Gläubigen in Jerusalem kümmern. Und wo soll ich predigen? Tarsus. In meine Heimat soll ich gehen? Die schwierigste Aufgabe von allen, Paulus. In seinem eigenen Land gilt der Prophet selten etwas. Nicht mal Jesus wurde von den Menschen anerkannt, bei denen er aufgewachsen war. Du musst weiter die gute Botschaft verkünden. In Tarsus? Ohne Barnabas an meiner Seite? Keine Sorge, Paulus. Jesus hat uns gesagt, die Mächtigen werden unterliegen und er, der Herr, wird wiederkehren, bald schon. Das Ende der Welt ist nahe. Wir müssen sein Werk tun, bis Jesus wiederkehrt. Petrus, bitte verstehe mich nicht falsch. Ich werde tun, was du wünschst. Aber? Als ich Jesus' Stimme hörte, da sagte er, dir wird gesagt werden, was du tun sollst. Ja? Ich solle den Heiden seinen Namen verkünden, sagte er Ananias. Saul. Entschuldige, Paulus. Jesus wurde als Jude geboren. Er wurde den Juden geschickt. Das ist Gottes Plan. Erst den Juden, dann den Heiden. Aber es wird schwer für sie werden. Wir haben viele Gesetze, die sie lernen müssen.
Ja, was man essen darf, wann arbeiten, die Beschneidung. Es ist schwer einzusehen. Zur rechten Zeit, Paulus. Das Ende der Welt ist nahe. Also zuerst die Juden und dann die Heiden. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Ich liebe dich, Ruben. Und ich liebe dich. Ruben. Wofür? Dass du mich genommen hast. Die Freude ist meinerseits. Hoffe ich, Dina, heute Nacht. Ich weiß, du hast mich gehasst, als ich dich anlog. Die Tage sind vergessen. Du hast die Freiheit zu glauben, was du willst. Solange es das ist, was dein priesterlicher Gatte dir vorschreibt. Ich will mich für all die Male entschuldigen, da ich dich schlecht behandelt habe. Ruben. Nein, 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 es ist wahr. Ich habe versucht, deine Seele zu unterwerfen, und das will ich niemals wieder tun. Vielleicht habe ich mich sogar bei Saul geirrt. Ruben. Ich will, dass du frei bist. Frei zu denken, was du willst. Weil ich dich liebe, Dina. Dina? Dina? Herr Jesus, du hast Paulus berufen, dein Freund und Apostel zu sein. Bitte, ich bete von ganzem Herzen zu dir. Jesus, schütze ihn und stehe ihm bei seiner Aufgabe bei. Ich bitte dich, Jesus, vergib Ruben, denn er kennt dich nicht. Öffne sein Herz, Jesus, damit er deine Worte und deine Liebe annehme. Lasse dein Licht auf ihn scheinen, Herr Jesus, und zeige ihm den Weg, dem er folgen muss. Auch für Petrus und die Apostel bete ich zu dir. Bitte, Jesus, beschütze und begleite sie auf ihrem Weg. Jesus, unser Messias. Zuerst muss den Jesus erschossen werden. Du seid still. Wir dürfen auf der Straße nicht gehört werden. Du sagst, du hast sie getauft, Petrus? Ja, Jakobus, das habe ich. Warum? Das sind doch Heiden. Ich habe es doch schon gesagt. Während ich zu ihnen sprach, kam der Heilige Geist auf sie herab. Ich war verwundert. Selbst über die Heiden wird der Heilige Geist ausgegossen. Nein. Jesus hat gesagt, Johannes hat mit Wasser getauft. Doch ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott hat ihnen das gleiche Geschenk gemacht, das er uns gemacht hat. Wer bin ich, dass ich mich Gottes Stimme widersetze? Also habe ich ihnen befohlen, sich im Namen Jesus Christi taufen zu lassen. Und ich schlief bei ihnen, schlief in ihrem Haus und aß, was sie aßen. Also, wir sollen Heiden taufen und unreine Speisen mit ihnen essen? In meiner Erscheinung hieß es, nichts ist unrein, was Gott gereinigt hat. Nein, nein, das werde ich niemals tun. Die Entscheidung liegt bei dir, Jakobus. Ich habe die Stimme Gottes gehört. Er sprach, mach dich von diesem Vorurteil frei. Vorurteil?
ein Gebot gegeben von Gott an Moses. Und jetzt willst du es durch ein Gebot ersetzen, das Petrus erlassen hat? So bedeutend bist du nicht, Petrus. Ich gehorche Gott, nicht Petrus. Dann hat Gott selbst den Heiden die Reue geschenkt, die zum Leben führt. Ruht euch eine Weile aus! Geht! Was für eine Geschichte von Jesus wirst du uns heute erzählen? Wie Jesus auf dem Wasser wandelt? Nein, die Geschichte habe ich euch schon zu oft erzählt. Ja. Ich will euch von seiner Kreuzigung erzählen. Setz dich. Hör zu. Seit Monaten höre ich nun schon von Krieg im Tempel, Priester. Krieg, mein Gebieter? Juden, die sich verschwören, Juden zu töten. Männer warten an den Toren, um andere Männer zu töten. Juden auf deinen Befehl hin im Gefängnis. Männer, die aus Jerusalem fliehen, um dem Tod zu entgehen. Wir haben die Lage im Griff. Überhaupt nichts hast du im Griff. Du hast diesen Jesus-Anhängern erlaubt, die Stadt in Aufruhr zu versetzen. Ich versichere dir, mein König, es gibt keinen Aufruhr. Und wir haben einen Plan. Wir müssen die Anführer finden und sie öffentlich hinrichten. Das ist ein hervorragender Plan. Ja, das erzählst du mir ständig, aber hast du sie gefunden? Noch nicht, mein König, aber das werden wir. Wie? Ruben weiß einen Weg. Ja, dann erzähl's mir. Ich kenne jemanden innerhalb der Sekte, mein König. Ein Spitzel? Nicht direkt. Erklär's mir. Jemanden, der mich zu ihren Anführern bringen wird. Aber er weiß nicht, dass er dich zu den Anführern bringt, richtig? Nein. Richtig? Wer? Antworte mir. Meine Frau. Deine Frau? Deine neue Frau? Meine einzige Frau. Was? Na sowas. Ich dachte immer, ich wäre skrupellos, aber du stellst ja sogar mich in den Schatten, Ruben. Diese Geißel Jesus muss aufgehalten werden. Seine Gefolgsleute missachten das Gesetz, sie predigen das ewige Leben, niemals endendes Leben und die Menschen glauben ihnen. Aufgehalten, ja. Um jeden Preis? Meine Frau wird mir verzeihen, wenn sie ihren Irrtum erkennt. Es ist die Pflicht eines Mannes, seine Frau auf den rechten Weg zu führen. Aber ja, doch ja. Bring du mir ihren Anführer und ich werde ihn töten. So werden die Juden zufrieden sein, ich werde zufrieden sein und Rom wird zufrieden sein. Nur Rubens Frau wird nicht zufrieden sein. Aber das machst du schon. Nicht wahr, Ruben? Dina, ich habe gehört, Saul spricht zur Menge über Jesus. Ist das wahr? Warum? Keine Angst, ich werde ihn nicht verhaften. Es kümmert mich nicht mehr. Den Hohen Rat kümmert es nicht, den Hohen Priester kümmert es nicht. Die Jesus-Anhänger drohen nicht mit Aufruhr. Also mögen sie leben, wie sie wollen. Ich frage nur, weil, wenn er lehrt, so muss das doch heißen, dass die Jesus-Anhänger ihn in ihre Sekte aufgenommen haben. Offensichtlich. Das wundert mich. Schau, wenn sie einen Mann aufnehmen, der ihresgleichen verhaftet und getötet hat, dann werden sie fast jeden anderen aufnehmen. Ich habe gehört, es kommt ihnen nur darauf an, ob man an die Lehre Jesu glaubt. Also würden sie sogar einen Priester aufnehmen, der sie verhaftet und verfolgt hat? Ruben, willst du damit sagen? Vielleicht. Vielleicht. Du glaubst? Ich brauche Unterweisung, um zu wissen, was ich glaube. Ich kann dir vieles sagen. Nein, Liebste, ich möchte dich nicht kränken, aber ich bin Priester. Jahrelang in Glaubensdingen geschult. Du bist nicht gelehrt genug, um meine Fragen zu beantworten. Ich suche den Rat von jemandem, der mir ebenbürtig ist. Von einem ihrer Lehrer. Jemandem, der Jesus gekannt hat. Ja. Ja.
des Zebedeus, du bist verhaftet! Nehmt mich, doch verschont sie! Dieser Mann wurde der Gotteslästerung für schuldig befunden, der Aufwiegelung, des Hochverrats und weiterer gottloser Taten. Die Strafe ist der Tod. Du musst das verhindern. Ich kann gegen die Macht des Königs und des Hohen Priesters nichts machen. Ich versuche. Dina, wir können da nichts machen. Ich vollstrecke das Urteil. Im Namen Roms und im Namen Gottes. Hat dir der Tanz gefallen? Ich bin Priester. Ach ja, du sollst keine wollüstige Zuschaustellung menschlicher Leiber betrachten. Ach, Priester. Ich habe dich rufen lassen, um dich zu deinem Erfolg bei der Suche nach diesem Jesus-Anhänger zu beglückwünschen. Und weißt du, was das Erstaunlichste an der Veranstaltung war? Die Zuschauer, sie waren begeistert. Sie fanden es wundervoll, zuzusehen, wie ich diesen Hund töte. Besonders deine Freunde, die Priester. Das hat mich verblüfft. Seit Tagen werde ich dafür schon beglückwünscht. Noch niemals bin ich in Jerusalem so beliebt gewesen. Daher, mein Priester, will ich es wiederholen. Die wichtigste Aufgabe eines Fürsten ist, seinem Volk zu gefallen. Nun, in diesem Fall trifft das nicht ganz zu, stimmt's? Die wichtigste Aufgabe ist doch wohl, Rom zu gefallen. Und ich wünsche, dass du mir dabei hilfst. Du solltest der Hohepriester sein, Ruben. Oh, doch, doch, doch. Der hohe Priester ist ein Dummkopf. Du bist das, was ich im Hohen Rat brauche. Und wichtiger noch, du bist das, was der Kaiser braucht. Ich werde dich Rom gegenüber in diesem Sinne empfehlen. Mein Gott hat das Gesetz gegeben und verlangt, dass jene, die es brechen, bestraft werden. Es ist Gottes Gesetz, nicht römisches Gesetz. Alles andere wäre der Untergang meines Glaubens und meines Landes. Hoher Priester zu werden, ist nicht mein Ziel, sondern die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit? Aber ja doch, das ist das, was wir alle wollen und wir werden sie bekommen, sobald du Petrus findest. Petrus? Simon, genannt Petrus. Das, so sagen mir meine Spitzlis, der Name des obersten Anführers. Ich will ihn haben. Bring ihn mir. Das wird dir doch gelingen, oder? Für die Gerechtigkeit. Ruben, hoher Priester. Nun? Wo ist das Mädchen? Führt sie herein. Oder soll ich den Jungen nehmen? Vielleicht werde ich sie alle beide nehmen. Thank you.
Hinrichtung von Jakobus, Sohn des Zebedäus, zugestimmt. Und nun habe ich für euch den Führer der Anhängerschaft von Jesus. Möge dieser Mann der Letzte sein. Ich gebe euch Simon, genannt Petrus. Mein König. Guben, mein hoher Priester. Wirst du ihn jetzt hinrichten, mein König? Nein. Er ist zu wertvoll. Ich habe diesen Fehler das letzte Mal gemacht. Ich hatte nur eine einzige Vorführung mit diesem Jakobus. Ich will mehr. Ich behalte diesen Petrus im Gefängnis und bringe ihn jedes Mal zum Vorschein, wenn ich die Massen hinter mir brauche. Führe ihn jetzt durch die Menge und dann wirf ihn wieder in den Kerker. Mein König? Unter strenger Bewachung, Ruben. Strenger Bewachung. Wenn du den hier entkommen lässt, wirst du Priester von gar nicht sein. Satan! Satan! Du bist ein Satan! 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 Nein! 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 Nicht verzweifeln, Kind. Gott wird den Sieg davontragen. Ich habe sie zu ihnen geführt. Zu Jakobus, zu Petrus. Es ist meine Schuld. Ruben hat mir weisgemacht, dass er mich liebt, damit ich ihn dann zu ihnen führe. Dann musst du für ihn beten. Und für Petrus. Gott würde mein Gebet niemals erhören. Jesus hat uns sein Gebet gelehrt. Möchtest du es lernen? Ja. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Hier, ne? Ja. Paulus! Paulus! Barnabas! Schau dich an, du schuftest wie ein Sklave. Ich verdiene mir mein Brot, Barnabas. Das ist eine wichtige Aufgabe, Paulus. Aber Gott braucht dich jetzt. Paulus, ich glaube, Gott braucht dich jetzt. Das glaube ich auch. Und? Gott hat zu Ananias gesagt: Ich selbst werde ihm zeigen, wie sehr er um meines Namens willen leiden wird. Ich fürchte mich. Du fürchtest dich. Und ich beneide dich. Beneidest mich? Gott hat dich berufen, Paulus. Vielleicht wird der Weg beschwerlich sein. Doch es ist Gottes Weg. Verkünden wir das Wort gemeinsam? Ja! Ruben? Ja.
Petrus ist aus dem Gefängnis entflohen. Ich bin nicht verantwortlich für seine Flucht. Natürlich nicht. Auf beiden Seiten neben ihm schliefen Wachen. Natürlich. Sie müssen bestochen worden sein. Natürlich. Es waren Wachen an den Toren. Natürlich. Ich werde ihn wiederfinden. Und wie? Deine Frau schien nicht sehr zufrieden mit dir zu sein. Und auch ich bin nicht sehr zufrieden mit dir. Selbst der Hohepriester ist nicht sehr zufrieden mit dir. Du hast also unserem König erzählt, du wärst ein besserer Hohepriester und hast mich einen Dummkopf genannt. Dir bleiben 10 Tage. 10 Tage? Zu leben, wenn du ihn mir nicht herschaffst, diesen Simon Petrus. Wie heißt er nun eigentlich wirklich? Simon oder Petrus? Sein Name war Simon, mein König, doch dieser Jesus hat ihn Petrus genannt. Warum? Das ergibt doch keinen Sinn. Simon, Petrus, das sind 2 völlig unterschiedliche Namen. Aber Jesus war eben ein Verrückter. Offensichtlich. Verschwinde! Öffnet das Tor! Es spricht euer König! Weg, du Abschaum! Wer hat Petrus bewacht? Und wer stand Wache vor der Zelle? Zieht eure Schwerter. Töte ihn. Wenn du ihn nicht tötest, dann werde ich ihn, dich töten lassen. Töte ihn. Töte ihn! Oder wäre es dir lieber, wenn er dich tötet? Zypern, Paulus! Zypern! Salamis liegt im Nordosten. Für einen Zeltmacher bist du zu verliebt in das Meer. Das ist mein Weg zu Gottes Willen. Erklär mir das. Gott will, dass ich den Heiden predige, Barnabas. Ja, doch wir müssen vorsichtig sein. Sie haben ihre eigenen Götter. Nein, vorsichtig dürfen wir niemals sein, Barnabas. Wir müssen wie die Stiere hineinstürmen. Wir werden durch ihre heidnischen Götter stampfen wie dies Boot durch die See. Paulus. Wir werden der Welt von Jesus erzählen. Den ganzen Weg bis nach Rom. Rom? Rom. Warum wäschst du mit den Sklavinnen? Um mich für deine Verbrechen zu bestrafen. Ich musste es tun. Lass mich in Ruhe. Sie wollen das Gesetz beseitigen. Sie wollen unsere Art zu leben. Nein, das hast du getan. Ich liebe dich.
Jesus hat Verzeihen gepredigt. Sprich du mir nicht von Jesus. Du bist meine Frau. Ich bin Witwe. Wenn ich ihn nicht Petrus bringe, werde ich getötet. Für mich bist du schon tot. Nicht. Ich finde Petrus. Petrus ist ein dummer Jude. Ich will Saulus, ein römischer Staatsbürger, der Rom verraten hat. Herodes ist tot, Ruben. Jetzt entscheide ich. Suche Saulus, töte ihn und ich lasse dich leben. Das kann ich. Ich dachte, dass du das sagst. Saulus ist nach Zypern gefahren. Woher weißt du das? Rom weiß alles, Priester. Folge ihm. Diese Männer werden dich begleiten. Du wirst Saulus töten oder sie töten dich. Ah! Ihr sollt daher wissen, meine Brüder, dass euch durch diesen Mann die Vergebung der Sünden versprochen wird. Durch diesen Jesus wird ein jeder, der an ihn glaubt, erlöst. Glaubst du, was ich sage, Freund? Ich möchte es glauben. Was hält dich davon ab, zu glauben? Wir haben hier viele Götter. Seit ich sprechen kann, bete ich zu ihnen, mich zu heilen. Doch keiner kann es. Wie lange sind deine Beine schon so? Schon immer. Und glaubst du, dass Jesus dich heilen kann? Er kann es. Ich sehe, dass du glaubst, er kann es. Steh auf. Steh auf deinen Füßen. Er kann stehen. Das hat er noch nie geschafft. Seht doch! Er kann stehen! Er kann wirklich stehen. Zwei Götter in Menschengestalt sind auf die Erde herabgekommen. Götter sind herabgestiegen. Wir sind keine Götter. Barnabas, mach ihm ein Ende! Kann ich nicht noch ein klein wenig länger Zeus sein? Thank you.
Ich bin hier, um Gottes Strafe für deine Verbrechen zu vollstrecken. Durch den Stein wirst du sterben, um sein Gesetz zu erfüllen. Du bist nicht mein Richter. Gott vergebe dir. Wir sind Dummköpfe um Christi Willen. Wir sind hungrig und durstig. Wir sind schlecht gekleidet und werden geschlagen. Wir sind heimatlos und müde durch unsere Hände Arbeit. Werden wir beschimpft, so segnen wir. Werden wir verfolgt, so erdulden wir. Doch Gott beweist seine Liebe zu uns, indem Christus für uns gestorben ist, während wir noch Sünder sind. Denn wenn du mit den Lippen bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn hat auferstehen lassen von dem Tod, so wirst du erlöst werden. Welch eine Freude, Petrus. Wir waren so in Sorge um euch. Du musst uns von deinen Reisen erzählen. Ja, die Menschen hören uns zu. Es scheint manchmal, als hätten sie auf unsere Lehre gewartet. Wie ihr alle wisst, versuche ich stets, die Wahrheit zu sagen. Obwohl mir bewusst ist, dass nicht jedermann die Wahrheit hören will. Heute Abend sind wir glücklich, dass Petrus den ganzen Monat hier bei uns in Antiochia gewesen ist. Und wir sind glücklich, dass Benjamin und die anderen frohe Kunde von Jakobus aus Jerusalem gebracht haben. Ah, Jakobus, der Verwandte des Herrn. Ja. Aber, einige von uns sind zu Heuchlern geworden, seit Benjamin bei uns ist. Einige von uns haben immer mit den Heiden in dieser Gruppe gegessen. Doch so wie Benjamin angekommen ist, sind sie den Heiden ausgewichen. Das ist Heuchelei. Von wem sprichst du, Paulus? Von dir. Was? Und von Petrus. Nein, nicht Petrus, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Es tut mir leid, Petrus, aber es ist wahr. Sobald Jakobus Leute aus Jerusalem angekommen sind, seid ihr den Menschen anderen Glaubens ausgewichen. Ihr fürchtet euch vor Kritik. Wegen des Streits um jene, die beschnitten sind und jene, die es nicht sind. Das ist eine sehr schwerwiegende Frage. Ja, für manche vielleicht. Für mich ist es eine Verhöhnung der Lehren Jesu. Es ist das Gesetz Gottes, dass Gläubige beschnitten werden müssen. Gläubige des Gesetzes. Willst du das Gesetz abschaffen? Das ist doch kein Gesetz. Wenn Heiden, die Gebote Gottes nicht kennen, von sich aus tun, was das Gesetz verlangt, so tragen sie das Gesetz in sich selbst. Was das Gesetz verlangt, steht in ihren Herzen geschrieben. Viele von denen, die Jesus folgen, glauben, dass sie auch das jüdische Gesetz annehmen müssen. Christus ist das Ende des Gesetzes. Das ist Gotteslästerung. Das ist wirklich unerhört. Das Ende des Gesetzes, auf das es Gerechtigkeit vor Gott gebe für jeden, der glaubt. Ja, aber das ist nicht Paulus. Die Frage ist zu wichtig, um sie heute Abend zu entscheiden. Es sollte eine Versammlung aller Ältesten wegen dieser Frage stattfinden. Barnabas hat recht. Wir treffen uns in Jerusalem. In einem Monat. Das ist eine kluge Entscheidung. Ja, es wird gründlich besprochen werden. Ich bin nach Jerusalem. Das hier ist sehr gefährlich. Dies ist mein Tempel. Ich komme her, wann immer ich will.
Du bist ein Dickkopf, Paulus. Ich fürchte mich nicht. Ich mich schon. Ich bin so froh, dass er wieder hier ist. Das verstehe ich gut, Hage. Ich nehme das. Nur wenn du dem Gesetz des Moses entsprechend beschnitten bist, kannst du erlöst werden. Aber wir sprechen hier nicht von Juden, sondern von Heiden. Das Gesetz lässt sich nicht beugen, Heiden oder Juden. Moses hat sich sehr klar ausgedrückt. Wir haben immer gesagt, wir befolgen das Gesetz. Moses' Gesetz. Selbst Jesus hat gesagt, das Gesetz muss befolgt werden. Aber auch, dass wir Nachsicht mit den Unterschieden zwischen den Menschen üben sollen. Das Gesetz kennt keine Nachsicht. Barnabas und ich haben auf unseren Reisen viele wunderbare Dinge erlebt. Jesus, der in jenen Ländern Christus genannt wird. Und die Gläubigen werden Christen genannt. Christen. Sie werden Christen, Christen genannt. Das gefällt uns. Ich denke, das würde auch Jesus gefallen. Ihr alle seid Christen. Das Gesetz, wie Moses es uns gegeben hat, ist bei den Heiden nicht bekannt. Wenn wir ihnen vom Gesetz erzählen, achten wir stets darauf, es als eine Art zu leben zu beschreiben, die für alle gut ist. Nicht als Regeln, die befolgt werden müssen. Die Heiden haben ihre eigenen Regeln. Und wir haben festgestellt, dass viele von ihnen unseren entsprechen. Unterschiedliche Worte, die dasselbe bedeuten. Ja. Gottes Gebot, anderen Menschen zu tun, was du wünschst, dass dir getan wird, ist das Gesetz, nach dem alle Menschen leben müssen. Es spielt keine Rolle, ob sie Juden oder Heiden sind. Doch bestimmte Gesetze, wie die Beschneidung, werden von den Heiden nur sehr schwer angenommen. Zu verlangen, dass Heiden bestimmte Speisen essen oder bestimmte Kleider tragen, ist meiner Meinung nach nicht von Bedeutung. Wichtig ist nur, dass sie Jesus annehmen und verstehen. Und die Lehren Jesu. Aber hat Jesus nicht das Gesetz gelehrt? Das hat er. Aber von dir weiß ich, dass er gesagt hat, die Liebe zueinander sei das Herz des Gesetzes. Und dass wir uns mehr darum sorgen sollen, was aus unserem Mund herauskommt, als was hineingeht. Meine Brüder, die Erklärungen von Paulus haben mich zu einer anderen Auffassung gebracht. Nein, Petrus. Du Petrus. Gott kennt das Herz des Menschen. Und bei der Läuterung der Herzen von Heiden hat er keinen Unterschied gemacht. Daher ist es nicht recht, Gott auf die Probe zu stellen, indem man diesen Gläubigen ein Joch auf den Nacken legt, das nicht das ihre, sondern unseres ist. Es ist nicht recht. Sie werden errettet werden durch die Gnade unseres Herrn Jesus, genauso wie wir. Stimmst du mir darin zu, Jakobus? Es ist wichtig, dass wir bei dieser Entscheidung einig sind. Wir sollten eine feierliche Erklärung abgeben, dass wir bei dieser Versammlung hier einstimmig beschlossen haben, Heiden nicht länger irgendein Gesetz aufzubürden, außer dem, die Gebote Gottes zu befolgen. Wenn jeder in Christus ist, so gibt es eine neue Schöpfung. Alles Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Amen. 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 Ich liebe Jerusalem. Ja, aber wir müssen zurückgehen, Barnabas. Zurück? Zu den Heiden. Wirst du gern mit Steinen geschlagen? Also mir macht das keinen Spaß. Das ist unser Auftrag. Hager wird wieder sehr traurig sein. Deine Frau weiß, dass dein Leben nicht dir gehört. Ja, aber trotzdem wird es ihr schwerfallen, das hinzunehmen. Ich denke, es ist gut, unverheiratet zu bleiben. Ich liebe sie. Wenn das so ist, ist es besser, verheiratet zu sein, als vor Leidenschaft zu brennen.
soll jeder von uns das Leben führen, das der Herr ihm zugedacht hat. Ja. Wie Gott es uns zugedacht hat. Wir stehen noch ganz am Anfang, Barnabas. Es liegt ein weiter Weg vor uns. Wo willst du hingehen? Rom. Rom? Ja. Doch anfangen werden wir in Griechenland. Was? In Griechenland werden wir nicht willkommen sein, Paulus. Die haben ihre eigenen Götter. Ich weiß. Und Rom kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Das ist lächerlich. Rom. Wir werden nach Antiochia gehen. Nein. Rom. Nach Rom werden wir gehen. Paulus. Das ist mein Auftrag. Dein Auftrag ist, der Welt Gottes Wort zu verkünden. Und der Mittelpunkt der Welt ist Rom. Aber es gibt noch eine ganze Menge Heiden zwischen hier und Rom. Dir fehlt der Glaube an Christus. So was zu sagen, hast du kein Recht. Ich habe alles Recht der Welt. Nein. Du hast kein Vertrauen zu Gott. Jeder Mensch hat Angst. Der Glaube besiegt die Angst. Nachsicht. Für einen Mangel an Glauben habe ich keine Nachsicht. Ich gehe bestimmt nicht nach Rom. Ich schon. Gut, dann gehst du allein. Paulus, Rom, das kann doch unmöglich Gottes Wille sein. Doch ist es. Ich werde gehen, wenn du es so willst, ohne dich. Doch ich werde gehen. Selbstmord ist nicht Gottes Wille. Und zu versuchen, eben den Menschen, die Jesus umgebracht haben, von ihm zu erzählen. Nein. Nein. Ich liebe dich. Also wurde er von den Toten erweckt und fuhr in den Himmel auf. Wir wissen, dass jenen, die Gott lieben, alles gelingt. Jenen, die berufen werden, weil sie seinen Absichten entsprechen. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod, noch Leben, noch Engel, noch Herrscher, noch Gegenwärtiges oder Zukünftiges, noch Mächte, noch Höhe oder Tiefe, noch sonst irgendetwas in der gesamten Schöpfung. Es vermögen wird, uns von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Erlöser, zu trennen. Dem Gott Zeus. Der Göttin Athene. Dem unbekannten Gott. Athena! Ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn als ich umhergegangen bin und mir eure Heiligtümer angesehen habe, da fand ich auch einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Aber, edle Männer, der Gott, der die Welt gemacht hat, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Atem gibt.
Wir sollten uns Gott nicht vorstellen als ein Abbild, erschaffen durch die Kunst und Vorstellungskraft von Sterblichen. Gott hat zwar über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, aber nun, da der Mensch an Einsicht gewinnt, lässt Gott allen Menschen verkünden, dass sie Buße tun sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem wird er über die Welt richten lassen. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, indem er ihn selbst von den Toten erweckt hat. Ihn selbst erweckt hat? Von den Toten? Und er fuhr auf in den Himmel, wo er auf den Tag wartet, an dem gerichtet wird über uns, ob wir an ihn geglaubt haben. Jesus von Nazareth. Verstehst du? Das ist eine völlig neue Lehre. Deine Botschaft ist neu und seltsam. Du sagst, er ist von den Toten auferstanden. Ja. Du der Besitzer? Ich bin Aquila. Ich bin Paulus von Tarsus. Tarsus? Ich bin Zeltmacher. Mein Vater hat Gruben genau wie diese. Als ich dir aus der Ferne roch, war es ein Gefühl wie zu Hause. Das ist der Grund, weshalb wir außerhalb von Korinth wohnen. Die Stadtväter finden es wenig heimelig, wenn sie die Gruben riechen. Möchtest du Wasser? Geben wir unserem neuen Freund Wasser. Das ist Paulus von Tarsus. Er ist auch Zeltmacher. Das ist meine Frau Priscilla. Als Junge habe ich bei meinem Vater gearbeitet, bis er mich nach Jerusalem zur Schule geschickt hat. Jerusalem? Kennst du einen Propheten namens Jesus? Ich bereise die Welt und berichte den Menschen von ihm. Wir glauben an ihn. Ich bin wahrhaft zu Hause. Jesus hat von Liebe gesprochen. Sag uns, was er damit gemeint hat. Liebe ist geduldig. Liebe ist gütig. Liebe ist nicht neidisch oder prahlerisch oder aufgeblasen oder ungehörig. Sie beharrt nicht auf ihrem eigenen Weg. Sie ist nicht empfindlich oder rachsüchtig. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, aber sie freut sich an der Wahrheit. Sie bringt alles hervor. Sie glaubt jedes Einzelne. Sie hofft für alle und jeden. Sie hält allem stand. Das ist wunderschön, Paulus. Paulus, bleib hier in Korinth. Wir sind vor kurzem aus Rom gekommen und brauchen einen Lehrer. Nach Rom werde ich gehen. Zuerst muss ich zurück nach Jerusalem und dann nach Rom. Du kannst nicht nach Rom gehen. Juden dürfen dort nicht mehr leben. Was? Kaiser Claudius hat alle Juden aus Rom vertrieben. Deshalb sind wir hier. Glaub uns, du kannst nicht nach Rom gehen, Paulus. Ich bin auf dem Weg nach Jerusalem. Was mir dort geschehen wird, weiß ich nicht. Außer, dass mir der Heilige Geist kundtut, mich würden in jeder Stadt Haft und Verfolgung erwarten. Doch halte ich mein Leben nicht für besonders wertvoll, wenn ich nur meinen Weg vollenden darf. Und das Amt, das ich von Jesus empfangen habe, nämlich die frohe Botschaft von Gottes Gnade zu verbreiten. Denkt immer daran. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Geist, mit dem sie wahrsagen konnte, was ihrem Herrn viel Geld erbrachte. Uns ließ er verhaften. 2 Tage warten. Das Gesetz ist die Sünde, verstehst du? Das Gesetz zwingt dich dazu, etwas Verbotenes zu tun. Lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Also habe ich versucht, aber es ging einfach nicht. Es gibt Gerüchte, dass du gegen das Gesetz Moses predigst. Gerüchte.
Ich leugne nicht die Bedeutung des Gesetzes, Jakobus. Bis Christus kam, mussten wir danach leben. Doch wir sind ihm nicht länger unterworfen. Das Einzige, was nun zählt, ist der Glaube, das Wirken durch Liebe. Das ist für Juden sehr schwierig. Sie sind unter dem Gesetz aufgewachsen. Ja, ich weiß. Morgen. Heute. Heute haben wir Männer hier, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Ich meine, du solltest dich ihnen anschließen. Geh mit ihnen. Bete. Schneide dir das Haar. Dann werden alle wissen, ob es wahr ist, was sie über dich gehört haben. Sie sehen, dass auch du das Gesetz befolgst und bewahrst. Mein Haar schneiden? Ein kleines Opfer für einen Mann, der für seinen Gott geschlagen worden ist. Jakobus, ich bin nur hier, um mich auszuruhen. Bald werde ich meine weiteste Reise antreten. Doch ich stimme dir zu. Es ist wichtig für die Menschen zu wissen, dass ich das Gesetz befolge. Wo wirst du hingehen? Rom. An das Ende der Welt. Ich habe kein Geld für ein Opfer. Römer, Legionäre! Du hast mich belogen, Ruben. Du hast gesagt, Saulus ist tot. Deine eigenen Legionäre haben gesehen, wie er gesteinigt wurde. Er ist sehr lebendig. In eben diesem Augenblick ist er im Tempel. Wie konnte... Töte ihn. Nicht im Tempel! Das werde ich nicht zulassen! Nicht Gott ist es, dem du dienst, sondern deinem Zorn und deiner Eifersucht! Meine Brüder Israeliten, das ist der Mann, der die Welt gegen unser Volk aufhetzt! Gegen unser Gesetz, diesen Tempel! Er hat diesen heiligen Ort besudelt! Warum schlagt ihr diesen Mann? Er verstößt gegen Gottes Gesetz. Er verstößt gegen kein Gesetz. Wenn er das Gesetz bricht, so muss er nach dem Gesetz gerichtet werden. Du hast kein Recht, ihn nach deinem Gutdünken zu töten. Dies sind Belange der Juden. Juden sind römische Untertanen. Und in diesem Land bin ich Rom. Nehmt ihn mit. Feldherr! Feldherr, du wirst sofort meinen Befehl ausführen. Hebt ihn auf. Mischt euch nicht ein! Es geht um unseren Glauben! Es geht um unsere Sache! Lasst ihn nie wieder frei! Frieden! Den Tod verlieren! Unser Glauben! Er hat den Tod verlieren! Immer habt ihr nichts zu suchen! Was soll ich mit dir machen, Jude? Ihn töten. Warum?
ist eine Bedrohung für Rom. Ein Mann? Er ist Anführer einer neuen Sekte, die Jesus von Nazareth folgt. Der wurde doch gekreuzigt. Sie lehren, er sei von den Toten auferstanden. Von mir aus können Sie lehren, er hätte sich in einen Schwan verwandelt. Sie predigen Aufruhr gegen uns, gegen Rom. Ist das wahr, Jude? Wollt ihr einen Aufstand gegen Rom? Ach, er ist harmlos. Töte ihn. Ich entscheide, was hier getan wird, Gaius, nicht du. Dieser Mann wird nicht getötet. Es gibt keinen Grund dafür. Lass ihn auspeitschen, wegen Aufwiegelung zum Aufstand. Ja, schön. Peitscht ihn aus. Ich bin römischer Bürger. Was hast du gesagt? Römischer Bürger von Geburt an. Ein römischer Bürger? Willst du immer noch, dass er getötet wird, Dummkopf? Bring den Mann rein. Also bringe ich ihn vor euren Rat. Das Volk will seinen Tod, was ich nicht zulassen kann, weil er von Geburt an römischer Bürger ist. Ein Jude, ja, aber auch ein Römer. Ihr werdet über eine angemessene Bestrafung, wenn überhaupt, befinden. Was soll das? Ich kann euch die Entscheidung überlassen. Warum würdest du uns die Entscheidung? Wenn wir einen römischen Bürger verurteilen. Brüder, seit ich Jesus begegnet bin, lebe ich mein Leben mit reinem Gewissen. Lästerung! Ja. Schlag ihn auf den Mund! Warte! Gott wird dich schlagen! Du stehst da und maßt dir an, mich nach dem Gesetz richten zu wollen. Dabei befiehlst du mich in Missachtung des Gesetzes zu schlagen. Unverschämtheit! Es ist der Hohepriester, mit dem du sprichst. Du weißt, was verlangt wird, wenn du das Gesetz befolgst. Das Gesetz sagt, du sollst nicht schlecht sprechen über einen Anführer deines Volkes. Und daher bitte ich um Verzeihung. Brüder! Ich bin ein Pharisäer. Ich befolge das Gesetz ebenso wie ihr. Ich stehe hier unter Anklage nicht wegen des Gesetzes, sondern wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Gott hat zu mir gesprochen. Was? Ihr lästert schon wieder. Ruhe! Ruhe! Wir finden nichts Unrechtes an diesem Mann. Er befolgt das Gesetz. Dieser Mann spuckt auf das Gesetz Moses. Ihr lehrt Liebe. Gott lehrt das Gesetz. Er lehrt Nazis. Gott lehrt Gehorsam. Den Mut nicht sinken. Denn so, wie du in Jerusalem für mich Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis für mich ablegen. Rom.
Dieser Mann muss sterben. Wenn wir es nicht im Rahmen des Gesetzes tun können, dann müssen wir es eben ohne das Gesetz tun. Brüder, es gibt manchmal Augenblicke, in denen das Gesetz nicht handeln kann, wo uns aber Gott für unseren Mut segnen würde. David wusste das. Salomon wusste das. Sie hatten den Mut zu handeln und den müssen wir auch haben. Ich werde weder essen, noch werde ich trinken, bis Saul von Tarsus tot ist. Seid ihr mit mir? Stell dir vor, ich habe für meinen Herrn heute Morgen kein Essen machen müssen. Warum nicht? Er hat einen Eid abgelegt. Er sagt, er will weder essen noch trinken, bis dieser Paulus tot ist. Ich kann bloß hoffen, der lebt ewig. Lass mich los! Oh, seht euch das an! So was Hübsches sieht man selten! Mach auf! Du kriegst heute eine Frau zum Frühstück! Und das wird umgehend geschehen. Auf meinen Befehl. Komm her. Was ist? Was willst du, Mädchen? Paulus ist in Gefahr. Diese Juden. Es gibt eine Verschwörung. Wenn ihr ihn morgen zum Rat bringt, lauern sie euch auf und töten Paulus. Woher weißt du das? Frauen erfahren einiges. Gut. Ich schicke Paulus heute Nacht noch nach Caesarea. Jetzt geh wieder und erzähl niemandem davon. Und, danke. Römer. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen verschwommen. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich vollständig erkennen, ebenso wie auch ich vollständig erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am stärksten unter ihnen ist die Liebe. Paulus, ich habe Neuigkeiten. Der König ist tot. Das ist keine Neuigkeit. Und der neue König kommt zu Besuch. Agrippa? In einer Woche. Dann muss ich ihm meinen Fall vortragen. Werden will, der trete vor. Eure Namen? Paulus von Tarsus.
Ich bin Jonathan, der Hohepriester der Juden. Und die Anklage, Hohepriester? Dieser Mann ist ein Aufwiegler. Er predigt den Menschen überall auf der Welt. Nicht nur in Israel, sondern im gesamten Reich. Außerdem ist er Anführer einer gesetzlosen Sekte, die auf den betrügerischen Messias namens Jesus von Nazareth zurückgeht. Er hat den Tempel entweiht, sich dem Gesetz des Moses widersetzt, zu Aufständen gegen Rom aufgehetzt, den Namen Agrippa verleumdet und... Liebe endet niemals. Und Jesus lebt, mein König. Warum ist es so schwer zu glauben, dass der Messias gekommen ist? Er hat zu mir gesprochen. Er hat mir gesagt, ich soll die Wahrheit in die ganze Welt tragen. Ich habe seine Anordnungen befolgt. Ich habe nur gesagt, was die Propheten und Moses gesagt haben, was geschehen wird. Dass der Messias wird leiden müssen. Und indem er der Erste ist, der von den Toten aufersteht, er das Licht bringen werde, unserem Volk wie auch den Heiden. Du hast den Verstand verloren, Paulus von Tarsus. Wahnsinn durch zu viel Gelehrsamkeit. Ich spreche die Wahrheit. Glaubst du den Propheten, mein König? willst du jetzt mich überzeugen, ein Christ zu werden, Paulus? Nicht nur dich, vielmehr alle, die hören, was ich sage. Gibt es noch weitere Anschuldigungen gegen diesen Mann? Ich bin in keiner Weise irgendeines Vergehens gegen den Tempel schuldig, gegen das Gesetz der Juden, gegen den König oder gegen den Kaiser. Hoher Priester, dieser Mann tut nichts, wofür er den Tod oder Gefängnis verdient. Ich lege Berufung ein beim Tribunal des Kaisers, mein König. Du hast einen Fehler gemacht, Prophet. Ich hätte dich heute freigelassen, hättest du dich nicht auf den Kaiser berufen. Aber du hast nicht meiner Urteilskraft vertraut. Also wirst du jetzt dem Kaiser gegenübertreten müssen. In Rom. Eine sehr lange Reise für einen Mann, der eigentlich frei sein sollte. Möge dein Gott mit dir sein. Niemals wirst du aus Rom zurückkommen, um deine falsche Lehre zu predigen. Rom. Ruben, du hast einen Mann vernichtet, nur um deinen Ehrgeiz zu befriedigen. Du weißt nichts von dem, was ich denke, Gamaliel. Deine Liebe zu Saul hat dich geblendet. Meine Liebe zu Gott sagt mir, dass er viele Wege kennt, um seinen Willen zu weisen. Ich glaube an ein Leben nach dem Tod, Ruben. Ich glaube, dass Gott unsere Herzen kennt. Auch glaube ich, dass wir an jenem Tag vor ihm stehen werden, um uns für unser Leben zu verantworten. Ich habe mich entschieden, ihm jetzt zu dienen. Es ist nur ein Wahn, das Leben nach dem Tode. Jesus war nicht der Messias. Ob Jesus der Messias war, weiß ich nicht. Doch was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass du dich irrst. Du hast nicht den wahren Glauben Israels. Paulus! Bitte, dieser Mann ist ein Freund. Es tut mir leid, Freund. Mir tut es auch leid. Hochmut ist eine so dumme Sünde. So? Gibt es denn auch kluge Sünden? Du hast mir das Leben gerettet. Du hast meine Seele gerettet. Das kann nur Gott. Du hast mich zu Gott gebracht. Ich danke dir.
Denk immer daran. Gott will, dass wir jenen vergeben, die gegen uns sündigen. Ruben hat dich geliebt, da bin ich sicher. Gott hat mich nach Rom gerufen. Ich werde auf dich warten. Ich komme nicht wieder zurück. Er hat es mir gesagt. Bitte, Gott, nein. Erfülle Gottes Willen, Barnabas. Du bist ein starker und guter Mann. Dich braucht er hier und mich dort. Eine harte Prüfung. Zu hart für mich. Wir sehen uns im Himmel. Ich werde dort sein und dich am Tor willkommen heißen. Er kommt nicht zurück. Er geht nach Rom. Der Kaiser wird sehen, dass es mir nicht gelang, ihn unschädlich zu machen. Ich habe dir gesagt, du sollst ihn töten. Sein, dass wir ihn gekannt haben. Segeln werden unversehrt bleiben. Bitte helf mir! Helf mir! Wir werden alle landen! Gott, du bist bei mir, selbst bis ans Ende der Welt.
Denn es steht geschrieben, die, denen nie von ihm gesprochen wurde, sollen sehen. Und die nie von ihm gehört haben, sollen verstehen.